Willkommen zu Frequent Traveler TV, der heutigen Folge etwas früher als normal. Warum? Weil ich heute nach Los Angeles fliege und da natürlich nicht live gehen kann um 19 Uhr. Und wir haben Entwicklungen im deutschen Luftraum, der dafür gesorgt hat, dass die deutsche Flugsicherung, zum Beispiel Frankfurt, schließen musste. Die Lufthansa IT hat massivste Probleme, Bordkarten auszustellen oder andere Dinge zu machen, um die Flüge wirklich abfliegen zu lassen. Der Konzern hat diese Meldung bestätigt, dass die IT im Lufthansa-Universum weltweit gestört ist. Und man weiß auch irgendwie nicht, warum. Die Gründe sind, mannigfaltig anscheinend. Warum ist das immer so? Das Problem ist, dass bei der IT das System schon relativ alt ist. Das heißt also nicht das System selber, sondern aber die Software. Und die verschiedenen Systeme ineinander greifen, sind halt wirklich sehr viele Programme notwendig, um daraus ein Programm zu machen, das dann funktioniert. Das ist vielleicht ein Grund, dass irgendwo was klemmt. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch sagen, vielleicht sind sie gehackt worden. Gestern war ja dieses Scandinavian Airlines, die gehackt worden ist. Und da ist der Flugbetrieb dann auch händisch gemacht worden. Heute händisch habe ich auch von einigen unserer Kunden oder aber auch von euch, die ihr die Sendung immer schaut, Mitteilung gekriegt und Bilder auch vom Boardingpässen. Ich glaube, Gregor hatte das geschrieben von Düsseldorf, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit Eurowings, er fliegt ja nach Salzburg, da haben die ihm eine handgeschriebene Bordkarte gegeben. Muss mal gucken, ob ich die euch auch geben kann oder zeigen kann. Werde ich auf jeden Fall in der Post irgendwo hier vielleicht einführen und ein paar Daten wegnehmen. Ja, der Ausfall ist natürlich ärgerlich und die deutsche Flugsicherung hat halt, wie gesagt, jetzt eingegriffen und damit soll verhindert werden, dass das Drehkreuz nämlich voll läuft. Und Frankfurt ist halt so, dass die Maschinen jetzt umgeleitet werden müssen auf Köln, auf Nürnberg, aus Düsseldorf, aber auch die Betroffenen schreiben und posten Bilder in den Netzwerken. Da sieht es aus wie in einem, ja, in einem Déjà-vu. Wir erinnern uns letzten Sommer, als die Massen da standen und die Schlangen so lang waren. Aber diesmal ist es wirklich die IT. Und wenn du keine Bordpässe drucken kannst, ist das natürlich ein Problem. Die SAS hatte es gelöst, indem man eine Liste ausgedruckt hat und dann die Namen handschriftlich abgehakt hat. Ist natürlich auch ein Weg. Interessant bei der ganzen Geschichte ist es ja auch, dass die Verdi die Flughäfen bestreiken will. Da kannst du natürlich auch die Lufthansa IT lahmlegen, dann brauchst du nicht zu streiken. Und da ist es halt so, dass die Tarifkonflikte des öffentlichen Dienstes, schwieriges Wort, öffentlichen Dienstes, wieder greift. Und sie greifen halt zu dem härtesten Instrument, was sie in ihrem Instrumentenkasten haben, dem Streik. Der Hamburger Flughafen hatte das ja auch schon verkündet und man möchte halt den Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen und möchte da dann den Arbeitgebern zeigen, wenn wir nicht arbeiten, ist es für euch noch teurer, als wenn ihr einfach zahlen würdet. Und in den laufenden Tarifverhandlungen fordert Verdi für den Beamtenbund DBB 10,5% mehr Einkommen. Nur damit ihr wisst, worum es geht. Und mindestens aber 500 Euro für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst vom Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages soll auch nur 12 Monate betragen. Ja, die Begründung ist natürlich klar. Inflation, Lebenshaltungskosten, Energiepreise, Lebensmittel, das ist natürlich das Ganze, was dann dazu führt. Und der Ralf Beißer, das ist der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV, sagte, dass die Kritik natürlich da ist, wenn wenige Tage vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen Verdi den deutschen Luftverkehr einer beispiellosen Eskalation aussetze. Kann ich natürlich verstehen. Der bisherige letzte Warnstreik, der ähnliche Folgen hatte, liegt bereits einige Jahre zurück. Im April 2018 mussten 100 Flüge annulliert werden. Also hunderte sogar, ne? Ja, hunderte Flüge, weil 100 hätte mich gewundert. Wenn man sich das Ganze anguckt, ist natürlich die Fraport mit Totalausfall am Rechnen. Man sagt, dass am größten Flughafen bislang gut 1000 Starts und Landungen mit rund 137.000 Passagieren an dem Tag geplant
sind. Ihr habt gemerkt, es gab keine Inhaltsangabe, weil es gab auch nur diese 2,5 Themen, will ich sie einfach mal nennen, weil ja der IT-Ausfall und der SAS vielleicht ein Zusammenhang mit Amadeus besteht. Ich weiß es nicht, ob da halt ein Wurm dann drin ist. Ganz wichtig an dieser Stelle ist dann auch, dass ihr unten kommentiert, den Kanal abonniert, aber auch ein Like da lasst. Ich selber werde im Flugzeug sitzen, werde dann auch nochmal meinen Gin Tonic hier, das ist ein Helsinki Dry Gin. Ich muss mal trinken. Hier in der Platinum Wing Lounge in Helsinki trinken und mich dann an Bord verwöhnen lassen in der Business Class. Ihr könnt aber nichtsdestotrotz an WhatsApp schreiben. Ich würde so machen, aber da ist die Nummer nicht. Ich würde so machen, da ist die Nummer auch nicht. Ihr findet sie unten in den Shownotes. Da könnt ihr mir schreiben und ich versuche online zu bleiben. Bei Finnair ist das ja so, wenn man Platin- oder Lumo-Mitglied ist, dass man das Interweb kostenlos auf dem ganzen Flug nutzen kann. Also WhatsApp schreiben, ich versuche euch zu antworten. Ich werde aber auch vielleicht ein bisschen schlafen, deshalb schauen wir mal, wie es ist. Freue mich schon auf Los Angeles. Wetter ist allerdings nur mit 15, 17 Grad jetzt nicht wirklich gut. Ich selber werde euch morgen dann wieder aus Los Angeles berichten. Wahrscheinlich werde ich die Folge wieder aufnehmen, weil ich noch einen Termin so früh morgens habe. Aber ich freue mich, von euch zu hören und in der Kanal-Chat-Gruppe weiter mit euch zu diskutieren. Deshalb danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, dass ihr nicht betroffen seid von den Lufthansa-Fiesematenten und Kalamitäten. Und bis morgen in alten Frische. So, jetzt bin ich hier auch raus und erstmal Gin Tonic wieder. Also bis dann, ja. Ciao. Prost.